Nächstes Level. Nächstes Level. Sieht nicht cool aus. Aber okay. Wie weit Handelnde geht's jetzt? Festung. Ah, ich kann immer noch nicht Level 30. Was ist das denn für eine Waffe? Ein Schuss, 2000 Schaden. Klingt ja nicht schlecht. Nee, ich mein. Man könnte es ja testen. Ja, wird wahrscheinlich nicht so gut klappen, aber ja, wir probieren es mal aus, weil wir hier ja mal ein bisschen ausprobieren können, weil das ja sonst nicht genug Abwechslung hat. Ich spiele es nämlich so abwechslungsreich, das ist das Beste. Richtig. Ich habe auch das Spiel noch nie so lange am Stück gespielt, muss ich jetzt mal dazu sagen. Also normalerweise spiele ich irgendwie meine drei Level oder so und dann höre ich auch erstmal wieder auf, weil ich dann mich selbst umgebracht habe und dann frustriert bin. Ja, also auch für einen Singleplayer oder so. Eine Stunde ist mal okay. Oder beziehungsweise als das Spiel jetzt neu rauskam, habe ich auch mal so für mich alleine, saß ich auch mal meine 2, 3 Stunden dran oder so, aber. Das konnte ich bei diesem Spiel nicht, aber das war so ein Spiel, das habe ich ganz gerne mal andachts irgendwie angeworfen, während ich mit jemandem geskypt habe oder so, weil, naja, ich meine, es ist halt super simpel. Du musst halt wirklich null bei diesem Spiel nachdenken. Na, okay, man muss nachdenken, aber sehr geringfügig. Ich probiere diese Waffe jetzt mal einfach aus, indem ich schieße. Wow, das war ja mal was. Das Schlimme ist eigentlich, dass ich mittlerweile fast solche Spiele, in denen man nicht so viel nachdenken muss, lieber mag als irgendwelche Spiele, die mich so richtig fordern, auf eine gewisse Art und Ich Weise. weiß nicht, ob ich das jetzt vorwerfen soll oder verstehen soll, aber du machst Let's Plays. Da konzentrierst du dich gelegentlich auf andere Dinge als auf dein Story-gelenktes Ziel. Du meinst, die Let's Plays sind schuld daran, dass ich, Nein, aber ich rede in Let's Plays, denkst du wahrscheinlich eher daran, dass. Also willst du dich nicht die ganze Zeit auf irgendwas konzentrieren müssen? Ich weiß nicht, ob das Nö, so aber das ist. merke ich auch für mich privat, dass ich lieber sowas Simples im Endeffekt spiele als irgendwas Größeres. Ich spiele selbst allgemein lieber Spiele, bei denen das Gameplay, wow, das können wir gleich von vorne machen. Wo das Irgendwie. Gameplay irgendwie wichtiger ist als die Handlung. Das können wir Leute vorwerfen, ruhig, aber weiß nicht, mir. Ich habe zumindest immer mal gerne wieder ein Spiel für nebenbei, so komplett unabhängig davon, wie die Qualität ist, welches ich einfach spielen kann und halt nahezu unendlich Umfang hat. Für viele mag das GTA sein oder irgendein GTA-Klon, bei dem man einfach nur rumläuft oder so. Für mich war es halt eine Zeit lang Serious Sam. Und jetzt ist das hier. Serious Sam spiele ich aus anderen Gründen mittlerweile, aber ich spiele immer noch ab und zu Serious Sam. Ganz traurig in meinem Leben. Aber das ist so das Spiel, was ich einfach immer mal wieder anmache und sage, jo, mal eine Runde. Und mich dann aufrege, dass das Xbox-Menü komplett mit Werbung zugemüllt ist. Irgendwie muss Microsoft sich doch finanzieren. Weil die Konsole ja kein Geld kostet. Richtig. Übrigens standst du irgendwie da hinten, aber ich lag ganz woanders. Ja, das kommt auch mal vor. Weil Ragdolls ist so. Ja, meine Waffe ist irgendwie nicht so cool. Die macht zwar angeblich 2000 Schaden, aber. Bisschen Energie wäre nicht schlecht. So. Ach, danke schön übrigens für die Heilung und so. Naja. Oh, bitte. Unsichtbare Wände in Videospielen. Generell soll bei den, ich glaube, das war bei den Hector-Viechern, dass man die nicht so richtig mit einem Ringdiver überfliegen kann oder so, weil da irgendwie eine Wand ist. Kann das sein? Nicht, dass ich wüsste, dass es bei Hektoren ist. Ich überfliege die halt nie. Ich musste halt immer nur an die fliegen und zwei Schüsse abgeben. Da sind sie gestorben. Die Waffe darf ich ja nicht nutzen. Grimmig, guck. Wir So. sind doch bald so weit. Bald. Auf der nächsten Mission, glaube ich, ne? Level 30 Waffe Also dann. überfliegen konnte ich das Ding gerade. Okay. Das Problem ist, dass ich das Ding halt immer noch mit den Armen verfolgt. Und das sind jetzt die mit den kleinen Waffen noch. Ja, das sind die Gegner mit den kleinen Waffen. Die mit den scheiß großen Dingen, die sie vor allem immer zu zweit auf dein Gesicht halten. Und die ganze Zeit ineinander klippen, weil sie es halt irgendwie nicht hinkriegen. Allgemein, ich glaube aber, das war größtenteils wirklich die Absicht, wie hier irgendwie nichts wirklich funktioniert. Die Ameisen sind riesig und aber können sich teilweise echt an Laternen festsetzen und Ja. drehen sich einfach die ganze Zeit.
die Raumschiffe. Ich weiß nicht, ob man überhaupt darüber reden soll, wie die fliegen, aber sagen wir es mal so, mit Oculus Rift wäre das echt interessant. Oh Gott. Der einzige positive Kommentar zu Oculus Rift von mir. Tschüss. Ja, die KI in diesem Spiel ist herrlich blöd. Auch die Drachen, die schon... Oh, Spoiler, die Drachen, die später auftauchen. Mhm. Obwohl es interessante Gegner sind oder so, die wissen halt auch nicht, was sie tun. Nö, sie fliegen einfach nur stupide auf dich zu und klatschen auf den Boden. Ja. Leider sterben sie dadurch nicht, das würde so viel besser sein. Ja, das wäre natürlich lustig, aber... Weil im Vorgänger gab es genau dieselbe Mission wie hier, wo das Viech hier rumläuft und man will die ganze Zeit das Ding verfolgen und draufschießen und merkt dann irgendwie, warte mal, soll man gar nicht, man wartet einfach, bis es weg ist. Das ist die Mission vorbei. Ja. Warum überhaupt? Ja, um eine gewisse Dramatik aufzubauen. Ja, natürlich, aber... Naja... Storytelling! Bei diesem Spiel. Ja. Nee, jetzt haben wir es wieder angegriffen. Ich habe auch überhaupt am Anfang gar nicht gedacht, dass es ein Nachfolger ist, storytechnisch, sondern dass es einfach halt eine Neuerzählung ist. Aber tatsächlich sagen sie, ja, 2017 haben die uns auch schon angegriffen. Richtig. Dass sich dann irgendwie nicht so viel getan hat. Auf beiden Seiten ist halt irgendwie, naja... Naja, im Endeffekt, die Ravagers haben schon ein bisschen hochgerüstet, dann in späteren Missionen halt. Die haben die Farben geändert von Anfang an. Auch wenn ich so ehrlich weiß, sind die Ravagers sind einfach die Aliens tatsächlich, die auch in den Raumschiffen sitzen, aber die Ameisen und Spinnen haben nichts damit zu tun. Die sind einfach nur von denen angezüchtet worden. Aber das sind nicht die Ravagers selbst. Ja, biologische Kampfwaffen halt. Ja. Um den Planeten zu kaputtisieren. Wäre interessant, wenn die da tatsächlich mal eine Story rein interpretieren würden, aber ich glaube, das würde der Tod der Reihe sein und wenn auch der interessanteste Teil von allen. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so der, da wird nicht der Fokus der Entwickler drauf liegen, beim eventuellen Nachfolger. Der eventuelle Nachfolger braucht auf jeden Fall eine besser zerstörbare Umgebung. Bessere. Nee, ich weiß nicht, aber ich glaube, da wird nicht mehr so viel kommen. Was weiß ich. Ich hoffe einfach, dass die irgendwann sich dann doch nochmal denken, obwohl es japanische Entwickler sind, dass der PC irgendwie zumindest eine leichte Relevanz haben könnte. Weil das hat mich dann schon ziemlich genervt, dass irgendwie der PC keinen Release von diesem Spiel gesehen hat. Ich glaube auch fast, dass das Spiel auf dem PC irgendwie ein bisschen besser aufgehoben wäre, so von der reinen Community her und so auch. Naja, also... Ich weiß zumindest, dass Insect Armageddon zumindest nicht schlecht lief. Das war jetzt auch nicht so das beliebteste Spiel da, klar. Aber es lief okay. Und ich meine, ist jetzt nicht so, als hätten die viel erwartet bei diesem Spiel. Ich mag es halt, wenn die halt nicht davon ausgehen, dass jeder ein Spiel gut finden muss. Und es deswegen so designen, wie sie wollen. Und nicht so, wie der Markt es haben möchte. Das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen ich das Spiel so sehr leiden kann. Weil es einfach weiß, wir sind nicht das perfekte Spiel und bestimmt nicht das Spiel für jedermann. Pech. Da frage ich mich natürlich dann auch, was ein Release im Laden soll. Für einen Vollpreis. Aber das hatten wir ja schon. Richtig. Ja, so großartig, dass wir selbst drüber nachgedacht haben, sie wahrscheinlich dann noch nicht. In dem Moment, aber naja. Keine Ahnung, ob das von der Seite des Publishers kam. Oder einfach in Japan war es Vollpreis, also ist es hier auch Vollpreis. Ja, aber dann haben die sich das Spiel wirklich nicht angeguckt. Also, das ist... Ne. Nee, weiß ich nicht genau, was dahinter der Gedanke war, aber das zieht es halt irgendwie runter, weil wenn du einfach mal 2017 das hier Kopf an Kopf vergleichst, du hast mehr vom Gleichen, aber... Viel anders ist es nicht. Und viel besser jetzt auch nicht unbedingt. Es ist besser, aber nicht um viel. Übrigens kriege ich gerade voll auf den Sack, habe ich so. Ja, ich auch, deswegen versuche ich mich zurückzuziehen erstmal. Um es
auf dich zu legen, diese... Ja, die kommen auch irgendwie alle konsequent auf mich zu. Also, das macht gerade keinen Spaß. Ja, sehe, ob ein Sprengstoff irgendwas trifft. Ich glaube, irgendwas habe ich getroffen. Lass mich... Gut. Ja, tapferer Toaster hat sich irgendwie... Nicht selbst, diesmal nicht. Diesmal okay. War es was anderes. Ja. Ich dachte... Was will die Festung jetzt eigentlich hier? Die soll abhauen. Ich dachte, die geht einfach nur aus der Net. So dupp-budup-budup. Ich glaube, ich muss jetzt eigentlich auch nur noch überleben. Ich muss die anderen Viecher gar nicht kaputt machen. Naja. Ich glaube, beides ist ungefähr gleich schwer. Hilfe. Naja, die Festung ist umgefallen. Gott. Lauf. Lauf. Das wäre eine der wenigen Missionen im Spiel, die abgeschlossen werden, ohne dass alle Gegner sterben. Aha. Tatsache. Und tot. Die EDF wurde ausgelöscht. Mission erfolgreich. Naja. Wenigstens das fette Ding ist hinüber. Der spannendste Part war tatsächlich der, mein Fernseher will ausgehen heute. leider wird man es nicht in der Aufnahme sehen. Schade, schade. Wir werden uns immer dran erinnern. Ja, in 10 Jahren noch. Immer noch Level 29 Waffen. Dann lass auf normal weiter spielen. Oder auf leicht, keine Ahnung. Auf leicht sollte ja wieder alles gehen. Na, weiß nicht. Na, vom Schwierigkeitsgrad her geht dann alles, ja. Aber wie gesagt, von den Waffen her, So, 92 oder weniger. Was? Es gibt 92 Level 100 Waffen also. Wahrscheinlich. Okay. Level 100 Waffen. Die will ich haben, ehrlich gesagt. Also, das ist sowas, was ich mal gesehen habe, glaube ich, Level 50 oder irgendwie sowas. Level 92. Ja, oder das ist so ein... Das haben die einfach nur reingeschrieben. Also... Um größer zu wirken, als sie sind. Mhm. Ich weiß nicht. Dass sie sich auch noch nicht die Chance nehmen haben lassen, was auch immer, DLC-Waffen anzubieten. Der Vorgänger hatte das. Das war schon ziemlich dumm. Vor allem, ich weiß bis heute nicht, welche das waren und wie du die freischaltest oder so. Aber, also, Insect Armageddon hatte das. Naja. Aber immerhin gibt es DLC-Missionen. Sagst du so, als wenn das was Gutes wäre. Ja, ich weiß nicht, ob es was Gutes ist. Ich habe gerade den Preis nicht im Kopf und ich weiß nicht, was der Bestandteil dieser Mission ist. Also, ob es sich tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise lohnt. Da hat ein Typ eine Level 88 Waffe. Wo? Psycho-Lager. Wo siehst du das wieder? Oh, der ist wieder rausgeflogen. Gut. Der hat eine Level 88er Waffe. Okay. Habe ich jetzt das Level gewechselt oder nicht? Hattest du, ja. Gut. Sonst hätte ich Ah! Geschrien. Okay. Ja, okay. Oder irgendwas in der Art, keine Ahnung. Ah. Ich hätte Bescheid gesagt. Hui! Telefonmast. So, der Running Gag dieser Folge. Da. Gut, dass man dieser nicht so einen Ringdiver spielt, weil der. Ja? Naja, der winkt und divet halt. Der Name ist Programm. Bam, bam, bam. Na, du kannst dich dahin schon mal um die Spinnen kümmern und ich baller auf die Raumschiffe. Yeah. Voll taktisch. Ja, das ist doch mal was. Und der Air Raider, der kann stehen bleiben und uns mit seinen Artilleries abwerfen. Das wär's doch jetzt mal. Der Air Raider könnte die ganze Zeit irgendwelche Panzer rufen. Ja, aber die niemand fährt. Ja. Naja, ein Ranger kann die ja steuern. Ja. Wahrscheinlich kann jeder die steuern, aber... Nee. Nur Air Raider und Ranger können die Fahrzeuge steuern. Ach du Scheiße. Panzer und Wingdiver können sich, wenn überhaupt, nur reinsetzen. Also so als Co-Pilot quasi. Und eine Sekundärwaffe bedienen. Das würde ja für einen Multiplayer-Shooter Sinn machen, aber nicht für ein Koop-Spiel. Weil das so ähnlich funktionierte damals Tribes 2, weil fette Charaktere konnten sich sowieso kaum bewegen. Die konnten nur als Beifahrer an Fahrzeugen sitzen.
Ja, so kannst du mit Fahrzeugen generell ein Fenster, der ja ziemlich lahmarschig ist, eben schneller von einer Seite zur anderen bringen. In der Theorie. Ja, oder du sagst einfach, Junge, du spielst halt nicht den Fenster, du nimmst dich klassisch, wer kann halt stehen bleiben? Ja, das kann man natürlich im Vorfeld auch absprechen, aber ja. Ich weiß nicht, ich glaube, der Fenster, der ist mir ein bisschen zu langsam. Ich meine, die Laufgeschwindigkeit in dem Spiel ist sowieso nicht so hoch und auch der Wingdiver ist auf dem Boden sehr lahmarschig. Aber der Fenster, also ich weiß nicht, wenn er noch langsamer gehen würde, würde er rückwärts gehen. Ab dafür hat er halt diese wunderbar tollen Waffen. Die erste war nicht so gut, aber ich glaube, die Masse macht's dann. Bei Masse, bei 4. Spätestens, wenn du deine Level 90 Fensterwaffe hast, ich glaube, dann denkst du anders. Zerstört alles auf der Map. Wahrscheinlich. Die Lieblings-Koop-Waffe. Ja, anscheinend gibt's ja im Spiel irgendwie so eine Überwaffe, die halt Level 100 ist oder so, keine Ahnung, und im halt alles zerstört. Im Vorgänger gab's auch diese Genozidwaffe. Ich weiß nicht, ich hab die nie gesehen, müsste ich mal da Videos sehen. Ja, ich hab die nur in einem Video gesehen, auf YouTube. Weil, um die zu bekommen, müsstest du das Spiel halt komplett zu 100% durchspielen oder so. Ach so, ich dachte, das ist einer, die kriegst du auf Inferno irgendwann gedroppt. Nee, dafür musst du das Spiel wirklich komplett durchspielen. Also, die wissen ganz genau, dass niemand die wahrscheinlich freischalten wird. Richtig. Oder zumindest nur sehr wenige Leute. Ich klipp grad durch das Raumschiff. Das irgendwie in diesem Teil weitaus besser auf dem Boden fliegt, aber immer noch verpufft. Auf der anderen Seite stelle ich es mir ziemlich interessant vor, wenn du vom Raumschiff irgendwie, das gerade am Abstürzen ist und du bist Fenster und das könnte dich töten. Das Ding ist relativ niedrig mal. Richtig, deswegen müssen wir auch in den Canyon runter. Oder ich gehe einfach oben rauf. Dann. Da kannst du jetzt so stehen? Da kannst du es nicht beschädigen. Es kann sein, dass es stehen bleibt, ja. Nett. Hab noch nie gesehen, diesen Teil. Und jetzt machst du da oben Picknick. Was denn sonst? Mit dem Pilger, das ist lecker Schokolade und knackiger Keks. Oh Gott. Da gibt es doch hier dieses Thema mit Product Placement derzeit und also auf YouTube.